Was geht ab, Pyros, und herzlich willkommen zu diesem Feuerwerks-Unboxing für das Jahr 2022, 2023. Ja, lang ist es her. Ein Jahr kam jetzt, glaube ich, kein Video. Teilweise werden jetzt noch Videos folgen, aber viele werden es nicht sein. Ja, auch die diesjährige Bestellung ist wieder von Mol Feuerwerk, wie auch die letztjährige. Der Warenwert liegt bei ziemlich glatt 400 Euro. Ja, und dann würde ich sagen, warten wir nicht viel länger und dann packen wir das Ganze direkt mal aus und schauen, was ich alles so bestellt habe. Fangen wir mal direkt, würde ich sagen, einfach mit der Tüte an. Das geht am einfachsten. Da sehen wir auch schon ein paar Raketen. Haben wir als erstes mal die Delta 120 Rockets von Argento Feuerwerk. Das sind kleine Raketen, aber die sind richtig geil. Also es sahen auf dem Video mal richtig gut aus. Dann haben wir das Ganze noch ein zweites Mal. Dann fangen wir jetzt einfach mal an mit der ersten Batterie. Hier einmal Blackbox Hypnotica. Einfach eine richtig geile Batterie. Gefällt mir super stark. Hatte ich schon mal vor vielen Jahren. Dann haben wir hier noch einmal Doom Boom Bombenrohre. Die sind F2. Und dann haben wir hier noch ein zweites Mal Doom Boom Bombenrohre. Genau, da ist die Tüte auch schon leer und dann geht es weiter jetzt mit dem ersten Karton. So, Karton ist offen. Oha. Die sehen jetzt schon mal sehr klein aus, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier haben wir einmal Scream Rockets 2, 3-Stufen-Effekt, die sind eigentlich richtig geil. Hatte ich jetzt noch nie. Ich dachte, die sind noch ein bisschen größer, aber die sind echt winzig. Wenn ihr seht, das ist meine Hand. Also groß sind die jetzt nicht. Dann haben wir hier als nächstes Sprengmeister, das sind kleine Klasse 1-Sets, sind eigentlich ganz süß so. Dann haben wir noch hier ein drittes Mal. Dann geht es weiter hier mit ein paar römischen Lichtern von Pure Factory, haben glaube 20 Schuss, sind 12 Stück enthalten pro Bundle, hier sind 1, 2, 3 und dann nochmal 3 12er Packungen. Dann kommt hier schon was sehr Großes auf mich zu, Funke Blitzgewitter, bin ich mal gespannt, hatte ich auch nicht, 36 Schuss Batterie, 25 mm. Dann als nächstes eine kleinere, einmal die Zeta von Argento. Das meiste, was ich bestellt habe, hatte ich noch nicht. Einfach so, auch einfach mal zum Gucken, wie es so ist. Ist ja sonst auch immer ein bisschen langweilig, wenn man immer das Gleiche hat. Und dann hier noch einmal von Argento die Scarlet. So, dann ist der erste Karton auch schon leer. Und dann machen wir direkt weiter mit dem zweiten Karton. So, dann ist das gute Stück auch schon offen. Und ja, fangen wir hier mal an. Haben wir einmal hier schöne Funke Piraten Treibkopfböller. Dann hier einmal 10er Trueno, 20 Stück. Die sind glaube ich P1, but not sure, ja, P1. 2 Gramm BKS pro Böller müsste es sein. Dann als nächstes haben wir hier auch von Funke wieder. Viermal Titanschlag im Blau. Schöne Böller, 20 Stück in der Packung. Blauer Vorbrenner. Dann mal hier drüben einmal die Uzi von Pure Factory. Soll ja eigentlich sehr laut sein. Deswegen habe ich mir die auch nicht nur einmal bestellt, sondern direkt dreimal. Bin ich mal gespannt, wie laut die wirklich ist am Ende. Haben wir hier noch Mammut von 10er. 15 Gramm, auch P1. Dann hier noch Red Widow. 5 Pieces, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Auch P1. Dann haben wir hier auf der Seite noch eine kleine Argento-Batterie. Einmal die Acido. Die kleinen Argento-Batterien sind eigentlich immer schön, sehr schön. 10 Schuss haben die immer. Und ein Kaliber von 20 mm. Dann haben wir hier noch zweimal Piraten von Pure Factory. Auch Reifkopfböller, 50 Stück. Dann machen wir mal auf der anderen Seite weiter. Hier Elgato, Sonara von Elgato. Das scheint eine richtig, richtig fette Salutbatterie sein. Bin ich mal gespannt, war auch nicht so billig. Hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Dann haben wir hier noch ein paar kleinere Batterien. Die sind echt sehr winzig. Zweimal Blue Thunder von
Agentur. Also sie sind sehr klein. 7 Schuss. Ja, langsam leert sich der Karton. Machen wir trotzdem mal hier links weiter. Einmal nochmal die Capri. Die hatte ich letztes Jahr auch. Die war sehr geil. Deswegen auch nochmal bestellt. Und dann einmal noch die Acryl. Auch 13 Schuss. Also die 13 Schuss Batterien waren bis jetzt richtig geil, welche ich immer bis jetzt hatte letztes Jahr. Dann hier einmal die Funke Lemon Blue. Auch eine schöne kleine Batterie. Dann auch nochmal hier von Argento. 25 Schuss Blutmond. 20 mm. Das Ganze haben wir sogar zweimal bestellt. Hat mir einfach sehr gut gefallen auf den Videos. Bin ich mal gespannt, was sie in echt kann. Und jetzt haben wir noch zwei Batterien drin. Fette Batterien von Funke. Zum einen Weißblinker Pink. 16 Schuss, 30 mm. Und jetzt haben wir noch eine ganz fette Batterie drin. Das müsste die teuerste aus dem Karton sein. Hier einmal die Weißblinker Darlehen Z2. Bin ich gespannt. 25 Schuss, 30 mm, 500 Gramm NEM, das ist einfach am Maximum. Richtig fettes Teil. Genau, jetzt war es es eigentlich schon. Karton ist leer. Und ja, ich baue jetzt nochmal eine kleine Übersicht auf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, willkommen zurück zur Gesamtübersicht. Alles kriege ich jetzt leider nicht drauf, aber ich schwenke jetzt nochmal rum. Wieder ein Haufen Batterien mit dabei und paar Raketen, römische Lichter und noch ein paar Böllerbombenrohre. Ich denke mal, eine gute Mischung von allen mit dabei. Und wenn ihr aus der Gegend von Ulm kommt, schaut doch gerne mal beim Mohlfeuerwerk vorbei. Wenn dieses Jahr wieder Silvesterfeuerwerk verkauft wird, dann gibt es dort auch einen Ladenverkauf. Deswegen sucht dann einfach mal nach Mohl Feuerwerk im Internet. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr Bock auf zukünftige Produkttests dieser Artikel habt, folgt doch gerne meinem Kanal. Und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst doch gerne auch ein Like da. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Auswahl gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!